Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Affenbomben-Pile-Up-Glitch machen könnt nach dem neuesten Patch. Und zwar Leute, braucht ihr hierfür wieder einen Kumpel und ihr braucht eine Affenbombe. Diese bekommt ihr entweder durch einen Zombie-Drop oder ihr könnt euch sie für 1000 grünen Schrott an der Werkbank herstellen. Ich kaufe jetzt eine Affenbombe an der Werkbank und drop sie meinen Kumpel. Also Leute, falls ihr der Host seid, dann sagt eurem Freund, er soll die Affenbombe nehmen. Und danach, Leute, sagt eurem Freund, er soll die Affenbombe in die Luft werfen. Und während die Affenbombe noch in der Luft ist, pausiert ihr das Spiel und euer Freund verlässt die Lobby. Jetzt ganz wichtig, Leute, falls ihr alleine weiterzocken wollt, dann könnt ihr einfach das Spiel fortsetzen, nachdem oben rechts steht, dass euer Freund die Party verlassen hat. Aber falls ihr wollt, dass euer Freund nochmal in die Runde nachjoint, dann dürft ihr das Spiel nicht fortsetzen, bis er wieder zurückgekommen ist. Ihr seht ja jetzt oben rechts steht, Free Falling hat die Party verlassen. Und wenn ich weiter solo zocken will, dann könnte ich jetzt einfach fortsetzen. Aber ich will, dass er wieder reinkommt, also muss ich warten, bis er wieder beitretet. Wenn dann oben rechts steht, euer Kumpel ist wieder beigetreten, dann könnt ihr das Spiel wieder fortsetzen. Und euer Freund joint dann der Runde. Das war's dann mit dem Video, Leute. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, ihr könnt mir auch gern auf Discord schreiben, beziehungsweise meinem Discord-Server joinen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.